Guten Morgen, lieber himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für deine Liebe, für deine Güte. Herr, du bist ein wunderbarer Gott, und ich bete im Namen Jesu, dass du zu uns redest, dass wir dein Wort verstehen, dass wir dir gehorchen, Herr. Wir brauchen dich, Herr, wir brauchen deine, einfach, dass dein Heiliger Geist uns in alle Wahrheit leitet, Herr. Bewahr uns für falsch, bewahr uns für falsche Entscheidungen. Halt, dass wir rechtschaffen leben, im Namen Jesu. Amen. Wer fällt jede Entscheidung, was wir im Leben machen, wiegt, das sei widerstellt. Wort, was wir den letzten Titel gelesen haben. Eine falsche Entscheidung kann uns eine falsche Richtung geben vom Leben und ganz verstehen. Kapitel 22 von 2. Chronik sagt, die Einwohner von Jerusalem ernannten Jorams jüngsten Sohn Asaja zu seinem Nachfolger. Die älteren Söhne Jorams waren alle von den Räuberbanden umgebracht worden, die mit den Arabern ins Heerlager der Judäer eingedrungen waren. Also das, was der Prophet angesagt hat. Dass er seine Breite angebracht hat, wird er seine Sehens verlieren. Wie bloß einer übergeblieben, der war ein König. Darum trat Asaja, der Sohn Jorams von Juda, die Herrschaft an. Er wurde mit 20 Jahren König und regierte ein Jahr in Jerusalem. Hier sei wie war da der Einfluss. Das heißt, seine Mutter hieß Atalia. Sie war eine Enkelin Omris des früheren Königs von Israels. Auch Asaja folgte dem schlechten Beispiel Ahabs. Man sagte, seine Mutter hatte großen Einfluss auf ihn und verleitete ihn immer wieder dazu, sich dem Herrn abzuwenden. So waren wir uns von Menschen, was Gott hasse, beeinflussen Leute. Also in diesem Fall wäre das seine Mutter. Und er hasst ab seine Mutter, und seine Mutter schaut am mit ihren falschen Rot. Also ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt. Er hat ganz klar gesagt, die Bibel, wie soll er Vater und Mutter ehren. Aber wenn unsere Eltern jähen Gott sind, dann leid es, dass du machst, wie Gott mein Leben einfach dort ein Wort richtig ist. Gott macht immer erste Stunde. Das scheinlich leid sich von seiner Mutter versagen, was ganz klar dem Beisen gewährt wird. Das heißt, außerdem ließ er sich nach dem Tod seines Vaters von seinen Verwandten aus dem Könighaus Ahabs beraten. Also wo holst du Rot? Wer sind deine Brüder? Wenn du seine Menschen zum Bruder hast, was Gott hasse, was Gottes Feind sind, dann wirst du nicht im Rot finden, was dich zum Leben bringt, sondern im Rot finden, was dich zum Tod bringt. So sagte, so tat er, was der Herr verabscheute, und dies wurde ihm zum Verhängnis. Ganz klar, der Fitzrich, er kam an, er war gerecht, er war Teil von dem, was ausgeratet wurde. Also, das Jeff nicht geht. Wenn es was man plant, ahnt man. Er plant im Ansehen, und ahnt in dem Ansehen, dem Tod. Mach das uns zum Notdenken bringen. Herr, wir beten, dass du unsere Augen aufmachst. Und wir beten, dass du uns weiß machst, dass wir bei so einem Menschen ruht, wo die Leiden, was uns immer war, ab die Hand wiesen, nicht von dir warst. Wir seien so klar, dass junger Chinese, der leidet sich von Menschen beruhte, was die hasste. Und er brachte sein Hort immer wieder von dir warst. Wenn der vielleicht unbewusst angefangen hat, aber der hat Menschen gehabt, was ihm dem Gott hinweise, dann hat er vielleicht den Gelden wahrscheinlich schlau.
Aber so ist das, wenn man den falschen Bruder im Leben hat. Ich bete dir einfach, dass wir da sind, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.